在现在呢。那你一会儿录的时候我也能在那儿那儿就吃吗？那当然了，你跟我们一起吃，你还得教给我们怎么吃呀，要不然我们不知道。Wir sind wieder da. Guck mal unsere Ausbeute. Bingo. Ach so, diese leckeren Früchte. Ja, genau, die leckeren Früchte. Ja, genau. Oh, was ist denn hier los? Hier werden die neuen Schuhe geputzt. Das sind die neuen Schuhe. Papi ist schon direkt fleißig hier. Ja, oh, danke, Isa. Wir bereiten das jetzt erstmal schön vor, denn das Auge ist ja mit, damit Justus das ein bisschen schmackhaft gemacht wird. Ne? Justus, brauchst jetzt noch nicht gucken, hier passiert noch gar nichts. Das riecht denn hier so komisch? So viele leckere, exotische Früchte, die man in Deutschland nicht bekommt. Also wir haben jetzt umgerechnet 30 Euro ausgegeben, meinte Dani gerade. 30 Euro für Früchte, ist das viel? Ich glaube schon, aber wie gesagt, dafür, dass man sie sonst nicht kriegt, muss man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Hier sind auch noch leckere drin. Die werde ich jetzt alle erstmal waschen. Also bei der Frucht musst du richtig aufpassen, Justus. Die ist super, super pieksig. Was? Ich glaube, die will nicht, dass man sie isst. Was riecht denn hier? Wo ist das? Die riecht alles ganz normal. Nach Käsefüßchen. Nee, das riecht gut. Ist das nicht dieses, diese, wo auch die Chips von gekauft haben? Ja, das ist Jackfruit. Genau, die haben wir leider nicht ganz gefunden, weil die wohl richtig riesig sind. Sonst sind so, also nochmal viel, viel größer als die Durian, die wir schon gekauft haben, die ja schon riesig ist. Deshalb haben wir jetzt nur die schon ja, fertig gemacht quasi gekauft und die Durian aber groß. Komm, guck dir diese Frucht an. Das ist eine Frucht, was? Das ist eine Frucht. Vorsichtig, Jose, die ist wirklich ganz, ganz pieksig. Das riecht komisch. Komm, hol mal raus. Dann machen wir erstmal so einen Football. Pieksig nicht, Jose. Das ist wirklich sehr, sehr pieksig. Guck mal, das ist hier schon die Kokosnuss. Ist das nicht toll? Sowas kriegt man hier einfach. Obwohl das ja jetzt nicht in China wächst, aber kriegt man halt auch so. Super lecker. Wie kriegt man das denn? So. Mit Manneskraft. Ich glaube, das ist dann unser Abendessen, Justus. Weißt du willst die Gabel haben? Messer? Brauchen wir Messergabel? Nee, was? Das wird alles mit der Hand gegessen, mein Schatz. Ach so. Und das sind Früchte, kennst du auch nicht, ne? Oder kennst du die? Der Baum wächst hier in China. Die sind aus wie Pflaumen oder was? Da meinte Dani schon, die gibt es hier. Kann man probieren. Ich rieche nicht. Doch, die riechen noch lecker. Ich rieche nicht. Aber gut, dass du so viel gekauft hast. Gestern hat Nancy 10 Stück gekauft und hat die alle alleine gegessen. Daniel hat auch 2 Stück gegessen. Daniel hat auch 2 gegessen. So, wahrscheinlich hat sie nur einen gegessen. So lecker. Und das dann aufgerundet auf 2. Was ist das denn hier ekelig? Der Käse. Also weißt du, wie man die isst? Das musste Daniel mir auch erstmal zeigen. Die bricht man nämlich so auf. Tschüss, ja. Ihr müsst aber nicht vorher abwaschen. Das war schon immer alles einmal ab. Das war ganz lustig unten, als wir da Obst eingekauft haben, da haben die gerade an der Tür sowas geschweißt. Tja, paralleler Verkauf. Und wie machen wir das jetzt auf? Ja, aufbeißen. Was kann man denn davon essen? Ja, die Frucht. Also ist eine Schale drumherum, ja? Das ist die Schale drumherum. Das ist doch jetzt die Schale, Justus. Oh, Justus, bei. Soll ich das jetzt aufmachen? Ja, einfach. Warte. Oh mein Gott, ich habe das auch noch nie gesehen, wie das gemacht wird. Genau, du sollst das einfach so mit den Händen aufmachen. Und sie hat eigentlich gesagt so mit Handschuhen, aber Handschuhe haben wir nicht, deshalb machst du es einfach aber so. Aber ihr veräppelt mich jetzt nicht, weil das nein. Ist so speziell. Dann in China. Oh, komm an. Ich möchte Johnny. Johnny, schau da. Hol dir die Bamba. Schmeckt das gut, Dani? Ja. Schmeckt gut? Oh. Ja, das ist doch die Frucht. Riecht gut. Kannst du proben? Nee, das ist jetzt... Das kann ich nicht. Ihr macht jetzt einen chinesischen Witz. Das ist... Das ist die Königin der Früchte. Mhm.
这个是那个，König, das ist der König der Früchte. 他们俩要一起吃。Ach so. 吃这个，吃这个。Ah, den muss man sogar zusammen essen, weil das König und Königin sind. Also, das ist schon mal. Das ist schon mal. Ah, na, die nach schon mal. Aber es riecht ja schon anders. Ja, es riecht schon ein bisschen stinky, ne? Genau. Oh, ja. 这样直接吃，这那你吃，我吃吗？你吃，又是都是吃。啊，又是吃，好，又是吃。Also, du hast es jetzt rote, das darf ich nicht essen. Darf, 可以吃，可以吃， du darfst, alles essen. Aber du hast es eben runtergemacht. 他说你刚才扒了一下，我就摸了一下，那你换一个。不是，他就里面就不能吃这个，就摸了一下那样。可以吗？你 Okay. Richtig, komm, Justus.Ein, zwei, drei. Aber es riecht ja anders, also es riecht ja nicht wie eine Pflaume. 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 Schmeckt gut? Mhm. Ach, guck mal, so sieht das jetzt aus. Oh, da ist ein Kern drin. Es schmeckt, wie es riecht. Das ist super schön. Wie schmeckt das denn? Jetzt rieche ich es. Jetzt will ich es aber auch probieren. Dann die Wormier schwach. So intensiv im Mund ab. Das ist ein bisschen schwach. Das ist ein bisschen schwach. Das ist ein bisschen schwach.真好吃。对这个水果就是喜欢它的人就觉得它是超好吃的。Aufgegessen. Nein, das ist nicht. 但是要是不喜欢它的人，可能就会觉得。Ich mag lieber was anderes essen. 可能就德国人觉得有点儿，怎么说呢？Ja, was meinst du denn? 就奇怪。Kannst du mal beschreiben, wie du nach das schmeckt? Schmeckt so wie es riecht. Also ich finde, es schmeckt so ein bisschen nach Vanille. Nach Vanille. Und Ammoniak. Ein bisschen. Ja. Vanille und Ammoniak.Genau, es ist so ein bisschen gegoren, ne? So schmeckt es, ein bisschen gegoren. Aber das ist normal. Also es ist ganz, ganz weich. Es beißt so ein bisschen in der Nase. Und ist wirklich... Und es ist süß. Süßer Ammoniak. Ich weiß nicht, ob er das... Das war schon richtig, oder? Ja, das war richtig. Gut, also euch schmeckt es ja. Okay. Das mag es nicht.Stinkefrucht. Darf ich die essen? Die, dann fühle ich mich jetzt auch nicht so aus. Genau, wir müssen ja noch weiter essen. Warte mal, wir sind noch gar nicht fertig. Wir haben ja noch andere Früchte gekauft. Kinder, die Jackfruit. Wird Justus jetzt als nächstes probieren. Warte. Ja, die kenne ich ja. Da haben wir schon mal Chips von gemacht. Ne? Chips, ja, warum? Schon mal die Chips. Ah, das ist so eine Gande da. Die waren sehr gut, die Chips. Ja, das hat sich jetzt auch schön.Sind da Kerne drin oder kann ich die so? Na ja, auch gut, oder? Ja, das ist ein bisschen. Da sind auch Kerne drin. Dann probieren wir jetzt. Ich glaube, nach dieser letzten Königsfrucht schmecke ich nichts mehr. Guck mal, Dani ist das gerne. Sehr lecker. Ja. Was ist das denn hier? Ja, ich glaube, es sind Brombeeren, hat Dani gesagt. Also zumindest so ähnlich. Also chinesische Brombeeren halt. Oh ja, und Stiel. Das ist ja ganz anders als. Ja, ich weiß nicht, wie die schmecken. Kannst ja sagen, wie es schmeckt.Keine Brombeere. Keine Brombeere? Nee. Wonach schmeckt es denn? Du musst mal erzählen, Justus. Du musst doch den Leuten... Ja, so ein Eigengeschmack, was beim die anderen das nicht schmecken ist, dominiert der Ammoniak-Geschmack. Das hier ist... Schau mal. Mehr ist süß, aber nicht süß. Mehr Wärme. Mehr ist nicht so viel. Ah, ein bisschen nach Weintraube. Aber nicht ganz so quietschig süß.Also finde ich aber nicht lecker, Joe, 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 Jetzt Jackfruit. Jackfruit. Da bin ich nicht mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Oh, da ist schon mal ein Kern drin. Den kann ich nicht essen sonst. Sterbe ich, ja. Ist knusprig. Joe, 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 Das schmeckt gut. Das schmeckt sehr gut. Das ist ja eine Chips, das war immer, ja. Schmeckt wie die Chips, nur halt. Aber nicht saftig. Nee, wie Birne. So sieht das jetzt aus. Mit dem
mit dem Kern drin. Also diese Frucht Jackfruit kannst du empfehlen, ja? Ja, und vor allem die Chips. Die Chips habe ich, glaube ich, schon mal im Asialaden gesehen. Da hatte ich die, glaube ich, auch gekauft für dich. Ja. Ja, genau. Also da kannst du auf jeden Fall die finden. Und das sind die Pflaumen hier. Ach so, Tickeletsche. So, ja. Das sehe ich nicht. Das ist jetzt unspannend. Ich bin ja ein großer Kokosnuss-Fan. Aber in Deutschland ist es so, dass das Fruchtfleisch ist ja so hart. Und da ist immer nur ein Stück drin. Und hier ist das Ding voll. Ich glaube, ich bin gerade allergisch gegen die Jackfruit. Das kribbelt gerade. Und hast du viel gegessen? Nee, die hier. Ja, dann nimm schnell eine Tablette. Ja, aber hopp. So, mach mal, dann nehm ich vor mir. Ja, nein, jetzt nicht. Ja, wo ist denn die? Gut, Freikoffer. Kurzer Break. Das hat mich jetzt erstmal vollgestopft mit, was ist das? Heuschnupfen-Tabletten, da Tabletten. Antihistaminika. Und weil meine Frau gegen Cortison ist, haben wir natürlich kein Cortison mehr mitgenommen. Das hätte ich doch jetzt gerne. Meine Lippe schon dick. So, gut, also. Es kribbelt dann hier überall, kennst du das? Das ist dann genauso, wie wenn ich einen Apfel gegessen habe. Dann schwillt hier alles an. Ja, aber normalerweise machst du immer so ein ganz kleines Stückchen Apfel, wenn du es noch nicht lassen kannst. Aber jetzt hast du wieder voll reingebissen. Da kann ich aber schon mal sagen, also alle, die gegen Äpfel allergisch sind, können die Jackfruit leider nicht essen. Mmh. Ist das dann irgendwie verwandt damit, Apfel? Aber die Chips kannst du essen, ne? Ja, die Chips kann ich essen. Apfelmus kann ich ja auch essen. Ist ja alles dann behandelt. Also ich kann sagen, also es ist wirklich unglaublich lecker. Warum leuchten die Straßen? Schon dunkel draußen, mein Schatz. Ja, aber guck mal, die Straßen leuchten ja. Und dann traue ich mich jetzt leider nicht weiter zu essen. Also. Und die wechseln ihre Farbe. Ich habe heute hier Gummi. Oh, so. So geht das. Schön. Du bist immer ja auch mal. Oh ja, wir haben schon mal. Tinder mal. Das ist doch nicht normal. Justus. Dann gehen wir mal. Ja, aber. Du kannst noch Lu da. Hast du nicht? Ich will Lu da. Ich will. Dann gehen wir mal. Und Dani soll hierher kommen, dann kann ich dir ja gar nicht mitblocken. Hallo Dani. Hallo. Willkommen Justus. In unserer Koch-Obst-Show. Ja, wo nicht gekocht wird und nur Obst gegessen. Nein, nee, geht da kein. So, okay. Schön. Was ist das? Sie bringt dir jetzt bei, wie man das isst. In den Mund stecken. Das guck mal, so einfach. Darauf wäre ich nicht gekommen. Einfach, tja. Sauer? Sonder. Sauer. Also Daniel hat das auch gerade zum ersten Mal gegessen. Das ist ja ein lustiges Gesicht, wenn ihr da reinbeißt. Sauer. Sag doch, das ist eine Pflaume. Dann darfst du das auch nicht essen. Eine Pflaume mit vielen Kernen. Ich würde aber mal Schimmer. Gut, das sind ja aber viele. Nimm schon mal vor. Daniel sagt, das ist nur sauer und ansonsten schmeckt es nach gar nichts. Ja, das hier. Haben wir unterschiedliche Pflaumen. Ist auch nicht süß. Nicht so süß. Oh, meine Lippe, das ist aber ganz schön dick, ne? Das? Solange deine Luftröhre nicht dick wird, sieht man das? Dass meine Lippe dick ist. Michel! Ich habe eben gerade sicher. Keine Sorgen, Anweisung bitte. Gegeben, ja. Alle machen sich immer Sorgen. Ja, du musst das Spray dann einatmen. Dann, ne? Also, wenn ich hier gleich. Dann habe ich einen Arzt da. Der keine Medikamente dabei hat und sich nicht verständigen kann mit den umgehenden Leuten. Oh, das haben wir noch, Justus. Guck mal. Oh, aber das sind, ja. Wann lasse ich die Früchte, die man da kandiert ist? Oder ist das andere? Nee, das sind andere. Dann kannst du die ja so aufpuppeln, die Lidschi. Okay. Dann hier, nein, egal. Also, okay. Ah, okay, siehst du? Die Kinder spielen dann gerade wieder ein neues Spielzeug. Ja, sie durften hier eine chinesische Serie gucken. Das hatte zur Folge, dass sie jetzt diese Art Roboter gehabt. Ja, das sind so Transformer, also kleine Transformer. Das ist wohl ganz toll. So sieht das jetzt aus, ein bisschen durchsichtig. Und da ist halt auch so ein Kern noch drin. Und? Schmeckt aber nicht wie Litschi. Ja? Schmeckt wie Litschi. Nicht, nicht wie Litschi. Doch, schmeckt wie Litschi. Das ist ein gestörter Ammoniakgeruch da. Die Dorin riecht hier immer noch vor sich hin. Dorin heißt die? Mhm. Komm, jetzt essen wir die hier. Die ist, ja, die ist wirklich jetzt essen. Na, du musst ordentlich zeigen, wie man so, die aufmacht. Das ist doch jetzt einmal die Mangostin. Ja, die bricht man so auf. Und so. Da ist die Frucht. Ja. Und das erste Mal, als ich diese Frucht hier gesehen habe, da dachte ich erst, das ist so wie Nuss. Also so fest.
Aber das ist sie gar nicht. Sie ist super mega saftig. Und? Oh, die ist kaputt. Mach weiter. Das ist der Vorführeffekt. Ja, das ist eine, die gerade nicht so gut ist. Da ist der Bogen drin. Die können nicht schulen, die werden nicht schulen. Die werden nicht schulen. Oh. Dann machen wir nochmal eine andere auf. Dann nee, schwinge mal. Tut mir da. Dann ist es riesig. Guck mal. Die schmecken. Also die Schale ist natürlich auch super dick. Boah, guck mal, wie groß die Frucht ist. Wenn die Dinger nochmal da, ja, feierte mal. Wonach schmeckt sie? Ich finde den Geschmack unvergleichlich. Ich finde, sowas hat man noch nie gegessen. Also, das kann man dann so komplett essen, den ganzen Ding. Und dann gibt es dann noch so, wenn man Glück hat, kein Kern, ansonsten 1, 2, 3 Kerne drin. Nee, hier steht schon noch feierte mal. Ich habe nur einen Kern. Und eine Bier, war. Ach so, zu Kokosnuss, ne? Die ist echt spitze hier. Ich habe mich immer gewundert, warum die so viel Kokosnuss hier trinken. Ja. Weil da ist auch nichts drin. Aber die Wahrheit ist, dass die ganze Kokosnuss ist voll bis oben hin mit Kokosnusswasser. Und offensichtlich geht die verloren, wenn die in Deutschland ankommt. Und die Frucht selber, die ist ganz, ganz, ganz weich. Dadurch ist es noch einen Kurs in Kokosnuss gegeben. Ja, das schmeckt echt toll. Leige sie alle. Hast du noch eine? Nee, wir haben nur die eine geholt. Dann tun wir die. Wir wollen nämlich gleich noch Abendessen. Da weiß ich noch nicht, ob wir nochmal losfahren oder ob wir... Habe ich dicke Lippe? Sieht man das? Ich habe voll die dicke Lippe oben. Ja, die. In der Mitte. Ne? Ist es schwieriger? Alles gut. Aber habe ich eine dicke Lippe? Sieht man das? Lolo Ferrari? Hier. Also ich spüre das. Und du hast sowieso immer hübsche Lippen. Nein, sieht man nicht. Sieht man nicht. Okay. Na gut. Oh, ja. Mhm. Allergieschock ist das dann, oder wie? Mhm. Und dann kippt man um. Anaphylaktischen Schock. Tja, dann war es das. Dann kann ich noch eine neue Frau heiraten. Justus freut sich schon, ne? Sicherlich. Allen, die schlanker ist. Sehr schwer. Daniel hat es verstanden. Okay. Du musst ein bisschen aufpassen, was du redest. Ist, das. Okay. Ist nur Spaß. Na gut. Na, no, Michael. Okay. Na, wir jetzt schon mal fahren mal. Hallo, na, wir müssen doch noch. Na, wir müssen zu essen, dann also das Gute ist, man kann ja hier alles bestellen. Mhm. Ist auch Starbucks hier, haben wir heute Morgen kommen lassen zum Frühstück, total krass. Ja, gut, das mussten wir machen, weil wir waren gestern so fertig, dass Nancy etwas länger geschlafen hat. Und wir nicht loskommen. Ich habe bis halb neun und wir geschlafen. Wir haben ja hier kein Frühstück. Abendessen. Mäßiges. Wollen wir nochmal los oder wollen wir was bestellen? Die Kinder, selbst mir tun die Füße weh. Wir waren heute shoppen. Hast du ja, habe ich gesagt, wir haben so viel gekauft. Oder ja, ich habe Bilder in seiner. Okay, ich zeig dir einmal, was ich die ganze Zeit gesucht, gejagt habe. Und auch endlich erwischt. Okay. Ja, ja. Das ist jetzt viel für Elisa, ja? Ach so. Für mich? Das hat sich Johann ausgesucht. Sieht aus wie eine Coca-Cola. Die dürfen ja nichts Süßes da haben. Und der dachte, das wäre ein bisschen pfeffig, wenn man das dann zeigt. Er trinkt einen Cola in der Schule. So, ich zeig dir nicht, was das ist. Du musst jetzt raten, was es ist. Es ist für mich. Es ist nicht für Clara, Elisa oder Johann. Es ist auf jeden Fall für mich. Kannst einmal unten in die Kommentare schreiben. Es ist für dich, weil du so häufig... Es ist für mich... Spenden. Ja. Du sollst doch nichts verraten. Wir haben es ganz, ganz lange gejagt. Sag, dass sie süß ist. Sollen wir auch Kinder probieren? Die Stinkefrucht hier. Mal gucken, ob sie die lecker finden, Justus. Elisa, das ist Mamis. Mann, was ist das denn für eine Frucht? Das ist keine Stinkefrucht. Das ist so ein bisschen wie Apfel. Die ist super lecker. Aufmachen, auch mal. Ja, probier mal. Da sind ja Sachen drin. Ja, das ist ein Kern drin, genau. Probier mal, ob dir das schmeckt. Das kann möchte ich gerne essen? Essen. Ja, ja, ich bin nee, den so. Kern kann man nicht essen, Johann. Schreckt so fruchtig. Mhm. Und nach Apfel. Ich will nicht unhöflich sein, aber wo soll man die jetzt hintun? Die kann mir jetzt nicht. Die kann mir jetzt nicht. Das riecht ein bisschen. Ist gut, Justus. Das überlegen. Und dann? Wir verabschieden uns, Justus. Komm, bis zum nächsten Mal. Okay. Justus wird jetzt weiter Stinkebrot essen. Tschüss. Mhm, bestimmt. Tschüss. Also die Straße oben da ist beleuchtet, die ist so rot. Die wechselt aber auch die Farbe, gleich ist wieder blau. Und das ist überall so. Das ist echt cool.
Cool. Ja, siehst du? Jetzt wird's blau. Ja, ist jetzt blau. Die beleuchten ja extra die Straßen, damit es hübsch aussieht, wahrscheinlich die Skyline. Ja, ja. Abgefahren.